Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es mal gekochte Wachtelaibchen, dazu eine leckere süß-saure Senfsoße und ein wenig Kartoffelstampf. Ich koche heute 4 Portionen. Pro Portion rechne ich immer 6 Wachteleier. Das heißt, hier habe ich 24 Stück. Dann habe ich hier hinten meine Kartoffeln. Die werden gleich geschält und klein geschnitten, gekocht und durch die Kartoffelquetsche gedrückt. Dann kommt noch etwas Milch damit zu. Beziehungsweise kann man auch Sahne nehmen. Dann kommt natürlich auch Pfeffer, Salz. Und ganz wichtig, von der Muskatnuss frisch gerieben. Dann habe ich hier Senf. Ich nehme 2 Sorten. Einmal einen mittelscharfen Senf und einmal einen körnigen Senf. Man kann aber auch nur einen mittelscharfen nehmen, wenn man kein Körnchen mag oder auch nicht da hat. Dann ist hier noch ein bisschen Zucker, das brauche ich nachher nochmal zum Abschmecken. Hier habe ich Mehl und Butter für die Mehlschwitze, ja, Pfeffer, Salz, hinten noch ein bisschen Brühe. Die wird nachher angegossen und eventuell nochmal ein bisschen mit Essig nachgewürzt. Jetzt werde ich erstmal die Kartoffeln aufsetzen und die Soße vorbereiten. So, die Kartoffelchen sind jetzt einmal schön aufgekocht. Ich habe die schon mal auf klein gestellt und schiebe die jetzt mal nach hinten. Und lass die dann da so leicht vor sich hin köcheln. Ja, und dann werde ich auch schon langsam mit der Soße beginnen. Wie halt, den Topf brauche ich hier für die Eier, den Topf nehme ich für die Soße. Als erstes gebe ich dann mal die Butter rein, da nehme ich nicht alles, da nehme ich so 3/4 ungefähr. Das Stückchen lasse ich mir übrig, das ist nachher nochmal für die Kartoffeln. Und wenn die Butter dann schön warm ist, dann kann auch das Mehl mit dazu. Das ist hier jetzt ein bisschen viel, ich nehme erstmal so die Hälfte. Das schön glatt rühren. Ja, wenn das zu heiß ist, einfach die Flamme ausstellen oder vom Herd ziehen. Na, da kann aber noch ein bisschen. Also so etwa 2 Esslöffel voll sollten es sein. Und wenn das dann so ein bisschen brodelt, dann kann auch die Brühe erstmal mit ran. Ich mache das immer so schluckweise. Schön und glatt rühren. Und die nächste Ladung. Und der Rest. Ja, und das Ganze dann einmal richtig schön aufköcheln lassen. Wenn es denn so leicht anfängt zu köcheln, immer mal schön durchrühren, dass es nicht unten ansetzt. Ja, jetzt sollte die Soße also schon eigentlich fast die perfekte Konsistenz haben, wenn das Verhältnis Butter und Mehl gestimmt hat. Ja, es darf nicht zu dick sein, es darf aber auch nicht zu dünnflüssig sein. So, und jetzt kann dann der Senf mit ran. Ich gebe jetzt hier 1,5 Teelöffel mittelscharfen und 1,5 Teelöffel grobkörnigen. Und dann nochmal schön durchrühren. Dann kann das Ganze jetzt beiseite. Und noch ein bisschen ziehen, dann nochmal abschmecken mit ein bisschen Zucker, eventuell noch mit ein bisschen Essig, Pfeffer und Salz. Die Kartoffelchen haben jetzt ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde geköchelt. Die werden also bald gut sein. Jetzt werde ich hier schon mal das Wasser für die Wachteleier aufsetzen. Die Kartoffeln habe ich jetzt soweit schon mal abgegossen, die sind soweit gut. Jetzt kommen die durch die Presse, aber als erstes werde ich hier mal das restliche Stück Butter noch reingeben. Ja, diese Presse hier, die ist echt klasse, die braucht nicht viel Kraftaufwand und macht wirklich tolle Ergebnisse. Die hat so eine Übersetzung hinten mit dran, sodass die Hebelkräfte genutzt werden, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Rein mit dem Stempel und schwupps, geht wirklich super einfach. So, und schon sind alle Kartoffeln durchgedrückt. So, und da gebe ich jetzt dann erstmal das Muskat mit drauf. Das verteile ich hier so ein bisschen, das habe ich eben frisch gerieben mit meiner super kleinen Kastenreibe. So klein das Ding ist, aber es hat mir schon oft geholfen. Dann gebe ich hier noch ein bisschen Milch dazu. Man kann natürlich auch Sahne nehmen. Das ist halt, ups, bleibst du hier. Das ist Geschmackssache. Noch etwas Salz. Und wenn man mag, noch ein klein bisschen Pfeffer. Das muss aber nicht zwangsweise sein. Und das Ganze dann gut durchrühren. So, und wenn das Ganze dann gut verrührt ist, mache ich das ein bisschen unten auf dem Boden platt, beziehungsweise mache das auf einer Seite so ein bisschen hier. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Und dann geht es erstmal ab. Und das warme Federbett, da lasse ich das Ganze nämlich jetzt einen Moment stehen. Da bleibt es schön warm. So hat es meine Oma auch schon gemacht und es funktioniert.
Wenn das Wasser denn so leicht köchelt, dann können auch die Eichen rein. Ich habe mir die hier so auf einen flachen Teller gelegt und gehe dann immer mit so einem Schaumlöffel da rein. Dann kann ich immer gleich 6 Stück auf einmal reinlegen. Ja, die sollen ja möglichst alle zeitgleich da drin sein. Und die brauchen ja nicht wirklich lange. Ich lasse die jetzt hier so 2,5 Minuten drin. Wenn man sie etwas fester mag, dann 3,5 Minuten. Ja, ich habe die jetzt auch nicht angestochen. Ja, man sieht das so ein bisschen, die Schale ist relativ durchlässig. Das heißt, da wird auch die Luft durch die Schale rausgedrückt. Ja, das lasse ich jetzt, wie gesagt, 2,5 Minuten vor sich hin köcheln. So, jetzt sind die 2,5 Minuten vorbei. Wie man sieht, ist es auch kein einziges Eichen geplatzt. Die sehen also alle wunderbar aus. Und genau so, wie ich sie reingebracht habe, hole ich sie jetzt auch wieder raus, nämlich mit dem Schaumlöffel. Da können ruhig auch ein paar mehr als 6 Stück drauf sein. Und die kommen dann sofort ins Eiswasser zum Abschrecken. Ja, das sollte man auch zusehen, dass man halt möglichst schnell arbeitet, damit sie alle die gleiche Konsistenz nachher haben. Und dann können sie auch langsam gepellt werden. Bei den Wachteleichen ist es ja ein bisschen anders mit den Pellen. Da rollt man sich das erst ein bisschen auf dem Holz, klopft es oben und ein bisschen an und dann geht man an die Stelle, wo so die Luftblase ist, das heißt also an der runden Seite. Und dann kann man das hier relativ leicht abpellen, wenn man die Eihaut auch gut erwischt. Schwupps, und schon ist ein Ei gepellt. Ja, am Anfang findet man das ein bisschen lästig, aber da gewöhnt man sich ganz schnell dran und das geht dann auch ganz schnell von der Hand. Soweit ist jetzt alles fertiggestellt, das heißt, jetzt kann angerichtet werden. Als erstes gebe ich hier mal in die Mitte einen schönen Batzen Kartoffelpüree oder Quetschkartoffeln. Dann fange ich an, die Wachteleichen zu schneiden. Die schneide ich einmal in der Länge nochmal durch und lege die dann hier so ringsherum. So. Die sind mir heute leider schon so ein kleines bisschen zu fest geworden, aber nun gut. So, und dann gebe ich hier in die Mitte von der Soße, die habe ich noch mal ein bisschen abgeschmeckt. Gebe ich hier von der Mitte so ein bisschen die Soße rauf. So, dann kommt etwas Petersilie. Und in die Mitte noch mal ein ganzes Wachteleichen. So sieht das jetzt aus, so werde ich das jetzt servieren. Es riecht wunderbar, es schmeckt auch immer ganz lecker. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen, einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!